Eine Milchpackung ist wie die Büchse der Pandora, voller wichtiger Informationen. Man muss nur wissen, wie man sie richtig liest und was sie bedeuten. Und das erkläre ich euch jetzt kurz. Wir fangen an mit der Verkehrsbezeichnung, die meistens ganz vorne draufsteht, Vollmilch oder fettarme Milch. Des Weiteren haben wir eine Wärmebehandlungsangabe mit drauf, sprich wurde die Milch pasteurisiert, also bis 90 Grad erhitzt oder ultrahoch erhitzt, sprich mit mindestens 135 Grad. Eine weitere wichtige Angabe ist der Fettgehalt in Prozent, ob 3,5 oder 1,5. Die Angabe der Homogenisierung ist freiwillig und kann somit auch jeder Hersteller selbst entscheiden. Homogenisierung ist quasi der Vorgang, der bewirkt, dass die Rahmschicht nicht mehr oben auf der Milch aufschwimmt. Außerdem muss noch das Nettofüllgewicht angegeben werden. Das steht oft ganz unten. Oben auf der Lasche haben wir das Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben mit dem Hinweis, bei wie viel Grad die Milch gelagert werden soll. Seitlich haben wir noch das Nährwerteverzeichnis drauf, das auch auf jeder Milchpackung mit drauf sein muss. Auf jeder Milch und auf jedem Milchprodukt steht auch das Identitätskennzeichen der Molkerei drauf. Dort kann man dann im Internet auch nachverfolgen, von welcher Molkerei das hergestellt wurde. Außerdem haben wir immer die Firmenadresse mit angegeben. Die Pflichtangaben sind gesetzlich geregelt und alle Hersteller müssen sich genau daran halten. Also eigentlich ist es ganz einfach. Schaut selber auf eure Milchpackungen mal nach, was da so draufsteht. Und ich hoffe jetzt, dass meine Milch durch so viel Drehen nicht schlecht geworden ist.